Aber erstmal will ich zurück. Und raus. Ist hier vielleicht eine kleine Station zum Reparieren? Oh. Refueling-Plattform. Oh. Drei Höhlenschaden und wir haben Leute an Bord. Das ist nicht der Plan gewesen. Töten. Töten. Sehr gut. Na, also unsere Mantisse bekommen jetzt wenigstens Nahkampftraining. Das ist schon mal gut. Auch wenn die ganz schnell auf den Deckel bekommen. Wow. Du rein da. Komm, Rock. Zeig den komischen Insekten-Dinger da, wie das geht. So, schick die wieder rein. So, heilen. Du reparier. Ah, das ist schade. Ich dachte, das wäre eine versteckte Handelsposten, wo ich dann schön einkaufen, reparieren und was ich könnte. Aber nein, doofe Falle. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn wir so sterben würden. Mit richtig schön viel Ressourcen und eigentlich einem guten Schiff. So, alle an ihre Posten. Jump. Next Sector. Zoltan oder Engi? Oh, warte. Cancel. Schiff, Crew. Wir haben einen Engi. Wir haben noch keinen Zoltan. Aber vielleicht schaffen wir es mit einem Engi, diese blauen Event-Dinger zu bekommen. Also gehen wir in Engi-Gebiet. Springen. Engi-Controlled. Da. Gib mir eine Station. Jump. Store. Jackpot. Wehe, du springst mich jetzt in die Luft, du Station, du. Sehr gut. Also. Alles reparieren ist ganz schön teuer. Aber es muss wahrscheinlich sein. Cloaking ist sehr praktisch. Wir können selber hacken. Wir können uns das System aussuchen. Ja, immer auf die Schilde, hä? Requires Drone Part to launch. Aber es braucht kein Drone Control, richtig? Das ist sehr interessant. Das nehme ich mal mit. Also erstmal repariere ich alles. Dann nehme ich das mit. Wir haben nichts zum Verkaufen. Wir haben noch 21. Drohnenpass bekommen wir immer wieder. Nö, okay. Treibstoff brauchen wir auf keinen Fall. Raketen auch nicht. Close. Da, jetzt brauchen wir nur noch eine Energie. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt gezielt einen Drohnenpart einsetzen, um das Schild für... Wie viele Sekunden war das? Für 4 Sekunden auszuschalten. Das heißt, wenn wir in den Kampf kommen, machen wir sofort das Ding. Und dann schießen wir dreimal mit unserem Burst Laser auf die Schilde oder auf Waffen. Wahrscheinlich eher Waffen. Und das Ding ist eigentlich schon gegessen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Store? Nein, nicht Store. Ship. Wir hätten gerne ein Upgrade... Mehr Energie klingt sehr gut. Damit das Ding durchgehend aktiv ist. Und wir später auch andere Sachen noch holen können. Sehr schön. Weiter zum nächsten Geschäft. Nein, wir würden gerne jetzt Geld machen. Also Schiffe töten wir toll. Wie dich zum Beispiel. So, fahren natürlich gleich Schilde aus. Waffen aus. Und wir schießen auf. Erstmal auf Waffen, weil ihr seht garstig aus. Moment mal, ich sehe da gar keinen Timer dran. Dich deaktivieren wir mal ganz kurz. Wir warten, bis der Burst Laser fertig ist. Schießen dann testweise... Oh. So. Schießen dann testweise das Ding mal ab. Um zu gucken, wie das so funktioniert. Also du... Auf Schilde. So, da kommt es angeflogen. Wo war jetzt noch ein Intruder? Einer ist hier bei Q. Sonst sehe ich aber
Kein. So, Schild ist was? Also irgendwas faul. Also der Intruder ist erstmal gleich tot. Wir haben mehrere Leute, die beschädigt sind, aber das ist soweit nicht zu verändern. Data hat komische gelbe Sternchen auf dem Kopf. Und unser Hacking-Ding hat nicht geklappt. Also irgendwie nicht so wirklich geklappt. Weil das Schild ist immer noch aktiv. Irgendwo schießt irgendjemand. Also mit kleinen Waffen und nicht mit, ne? Piu, 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 piu. Aber nicht auf unserem Schiff. Ich sehe zumindest nicht wo. Und doch keiner Schaden. Achso, die schlagen ihre eigenen Türen ein. Ja, das macht Sinn. Schieß mal da drauf. Also wir können den Raum sehen. Und die Arbeiter sind abgelenkt. Was beides schon mal gut ist. Aber es macht nicht das, was ich dachte, dass es machen würde. Und kaputt. Treibstoffrakete. Aha. So, Q, Krankenstation, Rock, Startenstation. Kaputt ist nix? Nö. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht bei den größeren Schiffen, die zwei oder drei Schildpunkte haben, vielleicht zieht es dann einen Schildpunkt ab. Aber jetzt habe ich nicht wirklich irgendwas gesehen, was es macht, außer dass wir den Raum sehen und dass die Crewbesatzung sich halt komisch verhält. Die schlägt halt auf jede Tür, anstatt zu reparieren. Ah, es könnte Türen blockieren, die wichtig sind. Sagen wir mal, die gesamte Crew ist hier im hinteren Deck. Und wir machen hier so ein Hacking-Ding rein. Und zerstören hier die Schilde. Dann könnte die Crew nicht dahin laufen und reparieren. Aber, pff. So, okay, alle mal zurück. Evade 15%. Du bist da. Jump. Noch ein Geschäft. Das ist eine echt schicke Ecke hier, wenn man ein bisschen mehr Schrott hätte. Mercenary Work. Ja, gerne. Wir müssen ein Schiff töten. Wir sollen sie bloß nicht alle töten. Wir sollen sie nur sehr stark beschädigen? Nein. Ja doch, wir sollen, sie sollen ihr Schiff stark beschädigen, sollen sie aber nicht töten. Das ist doof mit dem Artillery Beam, da muss ich dran denken. Was? Achso, wir finden sofort die Piraten, die wir suchen. Das ist ja mal praktisch. Auftraggeber und Questziel im selben System. Starten. Schießen auf... Oh, hallo. Du hast Arbeit. Schießen auf Waffen. Und ich werde... Du? Da. Und ich werde diesmal nicht das Hacking-Dring losschicken. Das schaffen wir auch so. Hoffe ich mal. Genau, einfach weiter draufhalten. Solange die keine Raketen haben, ist alles gut. Dann hält unser Einser-Schild sogar. Du gehst dich bitte heilen. Sehr gut, zwei Waffen ausgeschaltet. Einfach weiter draufhalten. Genau, aber das erste fährt sich schon wieder aus. Piu, 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 piu. Wir sollen sie jetzt nicht töten. Pause. Ich schalte mal unser Artillery-Beam-Ding ab. Nur für den Fall. Piu, piu, piu. Waffen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch deren Antrieb ausschalten, oder? Ja, du gewinnst. Okay. Na gut, wir halten uns an unseren Auftrag. Und wir bekommen Swarm Missiles. Das klingt ja interessant. Was macht ihr? Swarm Missiles. Was? If given time to prepare, the Swarm Launcher can replicate multiple warheads. Du brauchst keine Munition?
Sekunden. Charge Time 7 Sekunden. Braucht eine Rakete, hat einen Schuss per Charge und kann maximal dreimal schießen. Ha. Das klingt sehr interessant. Also man aktiviert das Ding, lässt es durchtickern und irgendwann hat es dann drei Charges. Schießt drei Raketen, verbraucht aber nur eine. Das klingt echt schick. Aber dauert eine Weile, bis wir es aktivieren können. Hm. Ship Upgrades. Wir brauchen dich eigentlich zweimal. Das wären 60 Punkte, die wir schon mal nicht haben. Und dann bräuchten wir noch einmal den hier. Nee, wir bleiben erstmal so, wie wir sind. Und deaktivieren dich, aktivieren dich und springen weiter, weil keiner ernsthaft beschädigt ist. Dahin. Oh. Die wollen uns helfen. Zwei Treibstoff, eine Drohne und Scrap. Sehr schön. Da ist ein Store. Ich würde auch eigentlich ganz gerne hin, aber ich will vorher noch ein paar Sachen abklappern. Ja, also mindestens dahin können wir vorher noch. So, was haben wir da? Ein Scout. Und sie wollen fliehen. Das geht ja schon mal gar nicht. Oh, warte mal, dafür haben wir doch das hier. Grants Disruption Ability. Ah, okay. Also das Hacking-Tool, wenn man dieses kleine durchgestrichene Monitor hier am Cursor hat und dann über einen Raum rüber geht, steht dann da, was passiert, wenn es gehackt wird. Und beim Schild steht halt, es zieht ab und an Energie vom Schild ab. Das heißt nicht, dass es komplett ausgeschaltet wird. Ja. Es zieht einfach nur zwischenzeitlich mal Sachen ab. Ha, wenn man es hier rauf machen würde, würde es die Ausweichrate auf 0 reduzieren. Aber halt auch nur, ne, immer mal wieder. Ich glaube, ich bin eher für... Ja doch, da. Britzel. Komm. Oh, und du solltest mal unser Sauerstoffleck da Griff bekommen. Nächster Schuss geht bitte auf die Schilde. Damit wir leichter... Oh, oh. Wir setzen uns ja ganz schön zu. So, und jetzt wieder auf den Antrieb. Da kommen dann hoffentlich alle drei Schüsse. Wow. Kansuche. Du geh zu unserem Antrieb, reparier damit. Ah, der Schild ist repariert. Du wechsel wieder auf die Schilde. Zerschrotten hier alles. Du reparier das. Wir brauchen unbedingt einen zweiten Schild. So, wechseln auf Antrieb. Eine Salve noch, die müsste eigentlich eh kaputt sein. Du geh zurück zu den Schilden. Komm. Nein! Und da sie entkommen sind, wissen unsere Gegner, wo wir sind und die kommen doppelt so schnell an uns ran. Ah, es ist... doof. Und wir haben recht viel Schaden bekommen, weil die Raketen haben, unsere Schilde nichts taugen. Das hätte echt nicht sein müssen. Du reparier das. Alle Türen bitte schließen. Nom nom, geh dich heilen. So. Data zurück dahin. Achso, dich deaktivieren, dich aktivieren. Jetzt dich heilen, nom nom. So. Sprung. Und zum Store. Sind die nah rangekommen? Zum Store, bitte. So. Reparieren 22 werden wir wahrscheinlich machen müssen. Und Long-Range-Scanners. Ah, das klingt beides sehr gut.
Das ist auf Seite 2. Crew. Das Zeug will ich nicht. Ich will meine Drohne für das Hacking-Tool benutzen. Ja, Drone Control brauchen wir nicht. Backup Battery. Provides a 30-second Power Boost to your Reactor. Clone Bay. Klont automatisch. Tote Crew mit einer leichten Skill-Penalität. Aber 50? Nee. Also ich kaufe mir erstmal den Long-Range-Scanner, weil ich weiß, dass das auch blaue Zufallsereignisse mit dem Scanner gibt. Und wir haben mehr Informationen um unsere Umgebung, das ist wichtig. Wie viel bringt der Swarm-Launcher? Nur so zur Info. 32. Okay. Dann hätte ich gerne eine komplette Reparatur. Und den Rest behalten wir einfach so. Close. Du aus, du an. Jump. Und ein Schiff. Schiffe sind gut.